Zu den Morning News. Ja, heute ist Mittwoch. Gestern sind sie ausgefallen, weil ich so furchtbar großartig verschlafen habe. Es ist echt krass. Bin wach geworden, war draußen schon hell. Und woran lag es? Ich war zu dusselig, mir einen Wecker einzustellen. Heute hat es mit dem Wecker geklappt, aber ich habe ein paar Mal auf Snooze gestellt. Irgendwo ist es schon ziemlich strange, wenn man ja, so bis 2, 3 arbeitet, morgens um 5 wieder raus oder um 6. Ist hart, aber ist im Augenblick auch irgendwie nicht zu ändern. Die Zeiten jetzt bis zum 22. Ja, die wird halt wirklich, wirklich knapp. Ja, zur Wettermeldung, keine Ahnung, es ist düster draußen. Kommen wir aber zu den News. Ja, gestern dominierte sehr stark die Medien und heute wahrscheinlich dann auch noch, dass Amazon zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen ist mit einer Börsenbewertung von 794 Milliarden US-Dollar im Gegensatz zu, ich glaube, rund 780 zu Microsoft. Und das sorgt offensichtlich darüber, sich darüber Gedanken zu machen, warum es so ist, ob es gut oder ob es schlecht ist. Die Kritiker sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Amazon ist der böse Moloch. Diejenigen, die es eher positiv sehen, die sehen da drin eine gerechte Entlohnung von Amazons Mühen. Ich glaube, beide Meinungen sind nicht ganz richtig. Am Ende des Tages ist Amazon nicht das Unternehmen, was alles schlecht macht, weswegen es gut geworden ist. Und auf der anderen Seite nicht deshalb, weil sie die ein oder anderen Punkte richtig machen. Ich glaube, das muss man ein bisschen umfangreicher sehen. Auf der einen Seite sehe ich so, ja, Amazon macht vieles richtig, insbesondere aus Handelssicht sehr, sehr kundenzentriert. Und das ist, denke ich, mir ein wichtiger Punkt, den viele kleinere und mittlere Händler tatsächlich aus dem Augen verlieren, sich dort defokussieren, denn langfristig ist es tatsächlich so, dass man selbst für sich als Unternehmer eine ganze Menge Ressourcen spart, wenn man mal alle 5 gerade sein lässt, selbst wenn man weiß, dass der Kunde einen betuppt, einfach mal sagt, komm, ist okay, schnell die Sache abhandelt, sodass für einen selbst, für andere wertvollere Gedanken einfach Ressourcen übrig bleiben. Ich glaube, das hat Amazon ganz, ganz hervorragend geschafft und ja, sie haben verstanden, dass eine schnelle Belieferung ein wichtiger Punkt ist und ja, sie haben verstanden, dass ein umfangreiches Sortiment ein wichtiger Punkt ist. Von der Handelsseite her machen sie sehr, sehr viel richtig. Aber, und ich glaube, das vergessen die meisten, Amazon ist nicht nur Händler. Insgesamt denke ich mir, dass gerade dann, wenn man die Ertragsseite betrachtet, es durchaus zulässig ist zu sagen, dass die Erträge, die Amazon erwirtschaftet, nicht die Umsätze, die Erträge im Wesentlichen eben nicht mehr aus dem Handel kommen, sondern aus anderen Dienstleistungen, wie zum Beispiel auch der Cloud-Dienstleistung. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, hat Amazon sich in der Tat sehr, sehr gut aufgestellt und hat es geschafft, und ich glaube, das schaffen wenige Unternehmen, große Teile der Wertschöpfungskette für sich zu vereinnahmen. Während ja, auch so im Private-Label-Bereich ist es ja sehr en vogue zu sagen, sourced eure Sachen out, gebt die Dinge weg, holt euch keine eigenen Mitarbeiter ins Haus, nehmt hier einen virtuellen Assistenten, nehmt hier einen Dienstleister, nehmt doch einen Dienstleister. Genau umgekehrt macht es Amazon und ist damit erfolgreich. Mit Sicherheit spielen hier so 2 Sachen eine Rolle, die man bedenken sollte und auch bedenken müsste. Auf der einen Seite, ein zusätzlicher Dienstleister bedeutet grundsätzlich auch erst einmal, dass er für sich, für sein eigenes Business, Unternehmensgewinne generieren möchte und auch muss. Die am Ende des Tages, wenn ihr den Dienstleister in Anspruch nehmt, ihr sie auch bezahlt. Es ist zwangsläufig so und das bedeutet, eure Marge schrumpft. Auf der anderen Seite hättet ihr natürlich die Möglichkeit, mit einem eigenen Mitarbeiter diesen günstiger einzukaufen. Aber das hat auch Nachteile. Das bringt Verpflichtungen mit sich, das bringt verwalterischen Aufwand mit sich. Und hier müsst ihr immer mal so ein bisschen gegenrechnen, was ab wann die richtige Entscheidung ist. Und vor allen Dingen, gibt das eure Marge her. Auch das richtige Kalkulieren ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den in meinen Augen viele Händler ja, nicht so richtig beherrschen. Ihr verkauft teilweise eure Produkte mit zu geringer Marge und ihr nutzt Produkte,
die per se sehr, sehr schwierig sind, überhaupt Gewinne abzuwerfen, die euer Unternehmen tragen können. Denn auch wenn ihr relativ hohe Margen habt, sagt, hey, ich arbeite mit einem Aufschlag mal 3, mal 4, mal 5, mag das soweit okay sein, es ist eine großartige Kalkulation, aber auf welcher Basis habt ihr hier einen Aufschlag, mal 3, mal 4, mal 5? Wenn ihr einen Artikel für 50 Cent einkauft und ihr verkauft ihn für 4,50 Euro, dann wird das nie ein Artikel sein, der euch ausreichend Gewinne bereitstellt, dass ihr euer Unternehmen vernünftig damit tragen könnt. Das ist sehr, sehr schwierig. Klar, es ist verlockend. Das sind in der Regel kleine Artikel, die sind einfach zu handeln, ja. Aber bitte sehr, versucht hier heraus einmal eure Zeit nur abzubilden oder versucht mal einen Retourenprozess abzubilden. Einen solchen Artikel könnt ihr quasi gar nicht zurücknehmen. Müsst ihr den Kunden eigentlich immer überlassen. Also sobald ihr einen Retourenprozess in-house nehmt, seid ihr nicht mehr in der Lage, das wirtschaftlich abzubilden. Also von daher ist es relativ schwierig. Amazon ist damit sehr erfolgreich gefahren, halt die Wertschöpfungskette für sich komplett zu vereinnahmen. Ja, und ich denke, dass das auch das Learning sein sollte, Wertschöpfungskette sich einmal anzuschauen, wie sieht es mit der Kundenzentrizität aus, kann man da am eigenen Unternehmen nichts besser machen und ja auch Sortimentsoptimierung. Auch das mit Sicherheit ein Punkt, der eine ganz wichtige Frage ist. Ansonsten, ja, ich gehöre nicht zu den Neidern, ich finde es großartig, wie Microsoft erfolgreich geworden ist, bin ein Verfechter von Microsoft-Produkten mit all ihren Fehlern, aber das ist schon immer gewesen. Und bin jetzt nun auch kein Amazon-Feind, bin auch kein Amazon-Gegner, also beim besten Willen nicht. Ich verurteile auch nicht, dass Amazon, wie eBay im Übrigen auch, durchaus in der Lage sind, vernünftig Steuerschlupflöcher zu nutzen. Es ist nicht falsch, die Steuerschlupflöcher zu nutzen. Das kann man keinem Unternehmen ankreiden, niemandem. Vielmehr ist es wichtig, es der Politik anzukreiden, dass sie nicht in der Lage sind, diese zeitgemäß zu schließen. Insoweit habe ich auch sehr, um das kleine Exkurs, eine sehr ambivalente Einstellung zum Thema Digitalsteuer. Aber das mag was anderes sein. Ja, eBay hat angekündigt, wann sie ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr 2008, für das Q4 2018 veröffentlichen werden. eBay hat sich ja diesbezüglich sehr, sehr zurückgehalten, also so richtig viel kam von eBay nicht zum abgelaufenen Weihnachtsgeschäft. Am 29. Januar ab 16 Uhr sieht es wohl so aus, also nach Börsenschluss, dass eBay seine Zahlen veröffentlichen wird. Bin ich sehr, sehr gespannt, insbesondere denn dann auch auf den anschließenden Earnings Call. Dort stellt sich die eBay-Geschäftsführung, in der Regel Devin Wenig mit zwei, drei seiner Kollegen, den Fragen von Anlegern respektive von einigen Journalisten. Ja, Amazon Echo Auto befindet sich jetzt in der Auslieferung, im September angekündigt als ein neues Gerät, als eine Erweiterung der Echo-Gerätefamilie, ist Amazon Echo Auto jetzt auch in der Auslieferung. Was kann und was macht das Gerät? Das Gerät dient dazu, dass ihr es im Auto halt benutzen könnt und ist kleiner, funktioniert in Kombination mit eurem Handy, mit der Alexa-App, wenn ihr sie installiert habt, und ermöglicht euch somit die Nutzung der Echo-Anwendungen, der Alexa-Anwendungen, muss ich aufpassen, dass es nicht rumzickt hinter mir, der Alexa-Anwendungen halt auch im Auto. Ja, sehr, das macht mich auch ein bisschen betroffen, weil es ein guter Bekannter ist, über den ich jetzt reden werde. Ralf Kaufhold von Arturus 24, ein recht großer, erfolgreicher eBay- und Amazon-Händler, hat Ende des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Und das eigentlich zu einem Zeitpunkt, der in meinen Augen einer der schlechtesten ist. Er hat gerade vor 2 Jahren neu gebaut, ein ganz tolle Firmenimmobilie, sich zwischen Köln und Düsseldorf hingestellt. Sein Unternehmen mit 20 Leuten und einem Umsatz von gut 5 Millionen Euro ist leider gescheitert am Ende des Jahres. Was mich unfassbar freut und wo ich auch den Ralf enorm bewundere, ist,
dass ich ihn dazu gewinnen konnte, mit mir auf der eBay Seller Konferenz 2019 sich auf die Bühne zu setzen, in einem Fireside Chat mit mir sich darüber zu unterhalten, wie fühlt es sich denn jetzt an, wenn man mitten in der Insolvenz ist? Was muss man beachten, wenn man mit einem Insolvenzverwalter verhandelt? Wie kam es zur Insolvenz? Was waren die Gründe? Was ist schiefgelaufen? Was kann man jetzt schon in der Nachsicht sagen, hat man falsch gemacht, das Unternehmen zu führen? Und das finde ich ganz, ganz fantastisch. Das ist jetzt keiner, der Ralf, der jetzt schon weit weg ist aus der Insolvenz. Nein, er steckt mittendrin und kann sehr viel, ja, über dieses Scheitern berichten. Und meinen absoluten Respekt und Hut ab, dass er sich dazu bereit erklärt hat, auf die Bühne zu gehen und auch darüber zu sprechen. Und ich finde, das glaube ich, einer der wertvollsten Slots sein wird, die ihr auf der ESK mitnehmen könnt. Denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir alle haben schon einmal in den Abgrund geschaut. Die einen tiefer, die anderen wussten schon, konnten schon sehen. Viele von uns haben die Kurve gekriegt, mehr oder weniger, mit kleineren oder größeren Schrammen am Ende des Tages. Aber ist es wichtig, dass wir zwei Sachen kapieren. Zum einen, Scheitern ist kein Makel. Scheitern gehört zu einer ganz normalen Entwicklung dazu. Christian Otto Kelm hatte dazu etwas gepostet in einem anderen Kontext. Und zwar sprach er oder hatte einen Fokusartikel gepostet, der eine neue Spezies an Eltern beschrieb, die Rasenmähereltern, die im Prinzip jedes Hindernis, was einem in den Weg geräumt wird, von vornherein wegmähen. Das darf so nicht sein. Wir müssen an unseren Herausforderungen wachsen. Wir müssen auch schlechte Momente erleben. Wir müssen auch schauen, wie wir auch von unserem Mindset damit zurechtkommen, wenn es einfach mal scheiße läuft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört auch, dass wir auch einmal unternehmerisch scheitern. Wir dürfen uns davor nicht entmutigen oder davon nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, wir müssen daraus lernen. Wir müssen die Erfahrungen versuchen, so umfangreich wie es irgend geht, zu bearbeiten. Und das finde ich ganz großartig an Ralf. Ja, er stellt sich halt auch mit mir auf die Bühne, beziehungsweise setzt sich mit mir auf die Bühne und redet darüber, so dass auch ihr daran teilhaben könnt, wie es ist, wie man Insolvenz anmeldet, wie die Arbeit mit einem Insolvenzverwalter ist, wie man Signale erkennen kann, auch so auf einer emotionalen Ebene Signale erkennen kann. Ich meine, nicht alles ist immer durch Zahlen messbar, allein durch den Umstand, dass man meistens seine eigenen Zahlen dann doch nicht so gut im Griff hat, dass eine BWA im Grunde genommen etwas später kommt. So eine Insolvenz mag sich, also eine Schieflage eines Unternehmens mag sich auch erst einmal so übers Gefühl ankündigen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so falsch ausgedrückt. Auch ich kenne es von meinem eigenen Unternehmen oder kann es von meinem eigenen Unternehmen sagen, ich hatte immer so ein recht gutes Gefühl, wenn es scheiße lief. Also wenn meine Monate nicht so gut waren. Ich konnte das nie so konkret in Zahlen ausdrücken. Aber man hat so viele Parameter im Unternehmen, die man sehr unbewusst teilweise auch beobachtet. Und dann weiß man auch, das war jetzt also nicht so ein toller Monat. Oder man hat auch schon so Entwicklungen gesehen. Man hat gesehen, man musste vielen Preisen nachgeben. Die Lieferanten nöselten, dass sie die Preise anheben müssen. DHL kam wohl wirklich noch angerast. Und dann merkt man, meine Marge könnte jetzt schon ganz doof zusammenschrumpfen. Und da müsste ich irgendwann was dran machen. Das sind so Signale, die man dann vielleicht noch beiseite legt und auch so ein bisschen den Kopf in den Sand steckt, wo Straußpolitik betreibt und sagt, ach, wird schon gut gehen. Ich glaube, all das sind Dinge, worüber der Ralf uns eine ganze Menge erzählen kann, die auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben. Also ich freue mich enorm darauf. Ich habe ihn gestern, das ist das Letzte, was ich hier heute früh, ich glaube um 3 Uhr oder um 2:30 noch gemacht habe, seinen Slot angekündigt habe. Ja, Chinas Konsumenten, die nach 1995 geboren sind, also die Post-95s, kaufen zu 80% im Internet im Ausland ein. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Zahl, insbesondere auch deshalb, weil auf der ESK 19 auch Oliver Protmann dort ist, der ja nun die Plattform Panda Black gemeinsam mit Plenty Markets als Abwickler betreibt. Sprecht ihn darauf an, wenn euch eBay nicht genug ist und ihr Amazon schon könnt,
dann sprecht den Oliver darauf an und überlegt euch mal, wie ihr gemeinsam mit ihm Panda Black bedienen könnt. Live für China Commerce wird morgen am Donnerstag auch wieder ausgestrahlt, gemeinsam mit Mohamed Ali Okasi, Oliver Brotmann und mir. Dann werden wir uns auch tief über China-Geschäft und die chinesischen Konsumenten und den chinesischen E-Commerce unterhalten. Ja, eBay Motors hat jetzt auch ein Promo-Video veröffentlicht über die neue Funktionalität, die auf der eBay Live angekündigt worden ist, Shopping by Diagram. Ganz großartige Shopping-Funktionalität. Schaut euch das Video einmal an. Ich habe es unterhalb meines Videos gepostet, wie eBay sich hier zukünftig den Handel von Autoteilen über die Plattform vorstellt. Das ist schon großartig. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat eBay scheinbar auch verstanden, dass gerade Kfz-Teile, also eBay Motors, ein enorm starker Bereich ist, wo eBay nach wie vor noch einen unglaublichen USP hat, der auch nach vielen Bemühungen durch andere Marktplätze schlicht und ergreifend nicht zu erreichen war. Ja, und das war es denn dann auch tatsächlich mit den Morning News. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich gestern so großartig verschlafen habe und dass ich auch heute ein bisschen später war im Delay. Ich glaube, das wird noch jetzt bis zum 22.01. alles ein bisschen holprig werden. Denn, und ich glaube, das vergessen viele, es ist ja nicht einfach so, dass ich mich hier hinsetze. In der Regel ist es ja so, dass ich, bevor ich abends die Äuglein zumache, zumindest auf dem Handy, schon mal beginne, die Sachen quer zu lesen, markiere mir die Artikel. Morgens ist dann an für sich fast das Erste, was ich mache, die neuen News zu konsumieren, auch zu markieren. Dann setze ich mich an den Rechner und lese tatsächlich dann erstmal die Artikel tief. Also so insgesamt das, was ihr jetzt von mir hört, die, ich denke, 20 Minuten sind wir oder werden wir haben, da stecken dann so insgesamt anderthalb, zwei Stunden drin. Und ich glaube, mit denen challenger ich im Augenblick. Ja, trotz alledem, ganz, ganz lieb, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch einen enorm fantastischen Tag. Reibach bis zum Abwinken. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.